Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Haus der Universität. Mein Name ist Georg Pretzler, ich bin Leiter dieses Hauses und begrüße Sie heute zum letzten Folge von Forschung im Fokus. Das ist praktisch die Highlight-Reihe über die Wissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität, die wir hier im Haus der Universität für Sie präsentieren. Wir versuchen mit Forschung im Fokus alle Fachbereiche und Aspekte der Spitzenforschung an der Heinrich-Heine-Universität darzustellen. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass wir Professor Lutz Schmidt zu Gast haben, ein Biochemiker. Er ist seit vielen Jahren an unserer Universität. Professor Schmidt hat in München promoviert, hatte dann ein Emmy-Noether-Stipendium in Frankfurt, eine ganz besondere Auszeichnung, wenn man sowas bekommt, war dann in Stanford und ist jetzt seit 18 Jahren bei uns in Düsseldorf. Er hat an unserer Universität schon eine ganze Reihe von Funktionen inne gehabt, unter anderem war er auch Prorektor für Forschung. Vor allem haben wir ihn aber bei uns als einen der allerbesten Forscher auf seinem Gebiet der Biochemie. Er hat eine fast unüberzählbare Menge an Drittmitteln eingeworben, leitet auch jetzt einen der wenigen Sonderforschungsbereiche, den wir an unserer Universität haben. Und er wird heute zu uns sprechen, zu seinem Forschungsgebiet. Er spricht über Unordnung und biologische Membranen, was es mit diesem Titel auf sich hat und wie das zusammenhängt, Unordnung und biologische Membranen. Das werden wir hier im Saal und Sie zu Hause am Streaming nun gleich erleben. Lutz Schmidt, ich freue mich auf Ihren Vortrag. Und Herren, danke, dass Sie trotz des wunderschönen Wetters hierher gefunden haben. Ein Grund, warum ich heute hier eingeladen bin, ist vielleicht der Sonderforschungsbereich, den Herr Pretzler erwähnt hat, aber zum Großteil, dass ich die Ehre hatte, am Neujahrsempfang innerhalb von 7 Minuten diese Forschung vorzustellen. Populärwissenschaftliche Vorträge sind für Wissenschaftler das Gefährlichste, was es gibt, weil wir uns nämlich nicht mehr hinter unserem Fach Chinesisch verstecken können. Der Neujahrsempfang mit 7 Minuten war eine spezielle Herausforderung. Auch wenn ich heute 45 Minuten habe, wird es nicht einfacher und ich hoffe, dass ich mich eben nicht hinter dem Fach Chinesisch verstecke, wenn ich von Unordnung und biologischen Membranen rede. Nun, wenn Sie in ein Lehrbuch oder auf Wikipedia oder Google schauen und sich eine tierische Zelle anschauen, dann werden Sie normalerweise dieses Bild hier vorfinden. Ich entschuldige mich für das Englisch hier, ich gehe aber gleich in den Teil. Im Kern befindet sich die DNA, unsere Erbinformation, die, wenn ich das flapsig ausdrücken darf, nichts anderes als ein biologischer Computer ist. Denn hier ist alle Information gespeichert, die diese Zelle braucht. Wir haben die sogenannten Mitochondrien, das sind die Kraftwerke. Dort wird die universelle Geldwährung eines jeden Organismus, das ATP, hergestellt. Wir haben hier das endoplasmatische Retikulum. Hier können Sie ganz besondere Redoxchemie machen. Sie können also Chemie durchführen, die zum Beispiel hier im Zytosol nicht möglich ist. In den sogenannten Golgi-Körpern sind Proteinmodifikationen möglich. Und wenn wir uns die Abfalleimer unserer Zelle anschauen, die Lysosomen, haben die einen pH-Wert von 4,5, während das Zytosol einen pH-Wert von 7,4 hat. Und hier sehen Sie schon, wir sind in derselben Zelle. Im Mülleimer, dem Lysosom, haben Sie einen anderen pH-Wert als am Zytosol. Sie sind also in der Lage, oder die Biologie ist in der Lage, innerhalb einer einzigen Zelle sogenannte Kompartimente oder Orte zu schaffen, in denen sie unterschiedliche Bedingungen vorfinden, was den pH-Wert angeht, was die Chemie angeht. Um dies zu erreichen, brauchen Sie Grenzschichten. Und das sehen Sie hier, wir sagen dazu, das wäre eine Membran, die das Mitochondrium abgrenzt vom Zytosol. Hier hätten wir die Kernmembran, hier hätten wir die Membranen des Golgi-Körpers und natürlich die größte Grenze, die jede Zelle besitzt, ist, was wir die Plasmamembran nennen, einfach die Abgrenzung Zelle zum Äußeren. Und wenn wir uns einfach mal überlegen, was muss so eine Abgrenzung oder eine Barriere erfüllen? Naja, sie muss zuerst mal eine Grenze sein. Denn wenn Sie hier einen pH-Wert von 4,7 haben und hier 7,4, dann haben Sie einen sogenannten Gradienten, einen Unterschied. Dieser Unterschied muss stabil sein. Denn wenn wir uns aufs Lysosom konzentrieren, wenn Sie hier den Mülleimer haben wollen und dadurch einen speziellen pH-Wert oder einen speziellen Parameter einstellen wollen, dann muss das während der ganzen Lebensdauer der Zelle so sein. Sonst verliert der Mülleimer seine Funktion.
Es soll doch universell einsetzbar sein, sonst wird es ultra kompliziert. Also die Grenzschicht ums Lysosom sollte dieselbe sein wie um den Kern, um die Mitochondrien, über Golgi und auch über die Plasmamembran. Und wenn wir hier einen Gradienten, einen Unterschied haben, dann muss diese Grenze nicht durchdringlich sein. Das heißt, wir sagen dazu impermeabel. Aber diese Unterschiede müssen ja auch generiert werden. Die kommen ja nicht von irgendwo, sondern die werden in der Biologie generiert und sie müssen erhalten werden. Für das Erhalten brauche ich etwas Impermeables, etwas nicht Durchdringliches. Wenn ich es aber generiere, muss ich einen selektiven Fluss zulassen. Das heißt, die Biologie macht hier das Unmögliche möglich. Sie generiert eine Grenze, die sowohl permeabel als auch impermeabel ist. Und die Biologie ist ein Meister des Sparens. Was ich damit sagen will, diese Grenzen sollten möglichst billig herzustellen sein. Alles, was Energie kostet, ist etwas, was die Natur optimiert, um den Energieinput zu minimieren. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt auf die Seite. Wir schauen uns diese klassische Suppe an. Das sieht schon ein bisschen so aus wie die Zelle. Wenn das Weiße die Plasmamembran ist und das, was wir als Fettaugen bezeichnen, wären diese Kompartimente. Denn irgendwie schaffen es die Fettaugen, sich von der wässrigen Lösung der Suppe abzutrennen. Und das ist ein spontaner Prozess, der passiert. Diese Fettaugen bestehen aus Fettsäuren, die in Form von Triacylglyceriden gespeichert werden. Wir fokussieren uns jetzt einfach nur auf die Fettsäuren. So sieht generell eine Fettsäure aus. Wir haben eine lange Alkylkette, die wir als hydrophob oder wasserabweisend bezeichnen und einen Kopf, der ist hydrophil oder wasserliebend. Was die Natur nun macht, ist ein ganz spontaner Prozess, der ohne energetischen Input erfolgt. Wir bilden so eine Suprastruktur aus. In einer wässrigen Lösung wird das Hydrophobe nach innen gehen und das Hydrophile nach außen. Also eine Selbstassemblierung zu Micellen. Das hier nennen wir eine Micelle, hier hydrophober Kern, hydrophile Grenzschicht. Und thermodynamisch, physikalisch oder physikochemisch ist das Prinzip, das dem zugrunde liegt, das wir überall in der Natur finden, maximiere die Unordnung. Etwas Wasserfeindliches mag kein Wasser, das sagt schon der Name. Das Wasserfeindliche will vom Wasser weg. Oder das Wasser will vom Wasserfeindlichen weg, also ist die Frage Huhn oder Ei. Nichtsdestotrotz, in dem Moment, wo wir das Wasser zwingen, mit etwas Hydrophobem zu interagieren, reduzieren wir die Unordnung des Wassers. Und Wasser will eine maximale Unordnung haben. Das ist wahrscheinlich das Bild, das jeder von Ihnen vor dem geistigen Auge hat, wenn wir über Unordnung nachdenken. Glücklicherweise sind heute Abend keine Kinder da. Ich hoffe, auch im Stream sind nicht so viele Kinder dabei. Denn thermodynamisch machen unsere Kinder alles richtig. In ihren Zimmern maximieren sie die Unordnung. Also wenn Sie sich zum Beispiel dieses Star Wars Flugzeug anschauen, so hat es so viel Platz, dass es sich anordnen kann, wie es will. Das ist das Prinzip, maximiere die Unordnung. Und jetzt kommt etwas Fachchinesisch, weil ich greife jetzt zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und verstecke mich hinter dem Begriff der Entropie. Entropie ist Fachchinesisch für Unordnung. Das ist die Formel, die dazugehört. Das ist der berühmte zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Wenn Sie eine Energieänderung haben, geht die einher mit einer Änderung von S, ich komme gleich zu S, mal der Temperatur, minus Änderung des Volumens bei konstantem Druck. Was will ich damit eigentlich sagen? S ist die Entropie. Und aufgrund dieses zweiten Hauptsatzes können Sie für uns alle heute, aufgrund von Erfahrungswerten, eine Banalität erklären, dass nämlich Wärme immer vom warmen zum kalten Körper fließt. Ja, für uns ist es eine Banalität, weil wir es im täglichen Leben wahrnehmen. Aber warum fließt eigentlich nicht vom kalten zum warmen die Energie? Das Kalte wird kälter und das Warme wird wärmer. Der Energiefluss ist genau derselbe. Genauso definiert uns dieser zweite Hauptsatz, dass es kein Perpetuum mobile geben kann. Wir können nicht künstlich Energie generieren. Wenn wir irgendwo Energie wegnehmen, müssen wir sie irgendwo reinstecken. Und das ärgert die Physiker immer, Herr Pretzler, richtig, der absolute Nullpunkt. Minus 273,15 Grad Celsius kann nicht erreicht werden, weil dort die Entropie null ist. Was ich damit einfach nur sagen will, nicht nur unsere Kinder, nicht nur die Physik, die physikalische Chemie benutzt die Thermodynamik, natürlich benutzt die Biologie auch Thermodynamik. Jedes Leben unterliegt den Gesetzen der Thermodynamik. Und ob wir über ein Perpetuum mobile reden, ob wir über Wärme vom heißen zum kalten Körper reden oder über biologische Membranen reden, wir müssen die Gesetze der Thermodynamik befolgen. Und erinnert sich daran, eine Voraussetzung, die ich definiert hatte für die Grenze, ist, es soll billig sein.
Das Billigste ist, wenn ein Prozess spontan erfolgt. Wenn etwas spontan erfolgt, brauchen Sie keinen energetischen Input. Denn maximale Entropie bedeutet maximale Freiheitsgrade und maximale Freiheitsgrade ist nichts anderes als maximale Unordnung. Ergo, unsere Kinder machen alles richtig. Leider. Auch ich und meine Frau haben darunter gelitten. Jetzt machen wir es etwas komplizierter. Jetzt gehen wir von einer Fettsäure, die Sie von einer Suppe in den Fettaugen kennen, in Richtung einer biologischen Membran. Eine biologische Membran hat ein sogenanntes Phospholipid. Es besteht aus zwei Fettsäuren, die an einen hydrophilen Kopf fusioniert sind. Was ist das Besondere daran? Wir haben wieder einen hydrophoben Teil und einen hydrophilen Teil. Wenn sich das selbst assembliert, bildet sich die Micelle aus. Hydrophob innen, hydrophil außen. Wenn sich so ein Phospholipid assembliert, bildet sich etwas aus, was wir ein Liposom oder Vesikel nennen. Wir haben außen Wasser, dann kommt die hydrophile Schicht, dann kommt die hydrophobe Schicht. Das hatten wir bei den Micellen auch. Jetzt kommt aber eine zweite hydrophile Schicht. Wir haben hier einen wassergefüllten Hohlraum. Wir kommen langsam in Richtung der Zelle. Denn wenn das hier ein Kompartiment wäre, wäre das zum Beispiel das Zytosol der Zelle. Gut, was wir eigentlich haben, ist eine Membran, die durch Selbstassemblierung erfolgt, ein billiger Prozess. Wenn das das Prinzip ist, das jedes Kompartiment unserer Zelle nennt, haben wir einen universellen Mechanismus, wie wir die Grenzen in den Zellen erzeugen können. Jetzt kommt aber das Problem, oder wie der Wissenschaftler immer sagt, ja, aber. Wir betrachten drei wichtige Moleküle, Sauerstoff, Natrium und Glucose. Sauerstoff brauchen wir zum Atmen, Natrium brauchen wir zum Denken und die Glucose brauchen wir, um Energie zu gewinnen. Wenn das wirklich eine biologische Membran wäre, können wir atmen, aber nicht denken und wir können keine Energie generieren. Weil jedes geladene Atom oder Molekül wie Natrium und jedes polare Molekül wie Glucose ist wasserähnlich. Etwas Wasserähnliches will weg vom Hydrophilen. Wir haben hier die hydrophile Grenzschicht. Der Sauerstoff ist apolar oder auch hydrophob und kann hier frei rüber diffundieren. Und jetzt kommt das, was ich als geniale Erfindung der Biologie bezeichne. Manche Menschen sagen sogar, es ist die Grundlage des Lebens. Jetzt generiere ich eine biologische Membran. Denn jetzt stecke ich hier rein, was wir Proteine nennen. Und diese Proteine sind de facto Türen. Erinnern Sie sich, der Gradient oder der Unterschied muss generiert werden und erhalten werden. Hier, wenn ich einen Natriumunterschied generieren will, den wir zum Denken brauchen, komme ich hiermit nicht sehr weit. Hiermit kann ich einen Sauerstoffgradienten erzeugen, aber kann ich ihn auch erhalten, weil ich ja hier eine passive Diffusion immer in Richtung des Konzentrationsgradienten habe. Wenn ich jetzt hier Proteine einbaue, wird der Sauerstoff weiterhin passiv über die hydrophobe Grenzschicht der Membran diffundieren. Aber ich habe in dieser biologischen Membran nun spezialisierte Proteine für Natrium oder für Glucose. Das heißt, obwohl ich ein thermodynamisches Problem habe, und ich komme gleich dazu im Detail, kann ich jetzt Gradienten erzeugen und vor allen Dingen erhalten. Wenn Sie so wollen, sind diese Proteine, wir nennen sie Membranproteine, weil sie in einer Membran lokalisiert sind, die Augen und Ohren oder die Nasen. Sie können damit tasten, Sie können sehen, Sie können riechen. Und in der Tat riechen wir mit diesen Proteinen. Jetzt mache ich es etwas wissenschaftlicher. Wir haben hier eine Reihe von Molekülen, CO2, Stickstoff, Sauerstoff, Harnstoff, Alkohol, Wasser, Glucose, Ionen und Nährstoffe wie Aminosäuren. Und das ist vereinfacht unsere Membran. All das hier oben ist neutral, ist hydrophob, wird also passiv über die Membran diffundiert. Atmen können wir auch ohne Augen und Ohren. Wasser ist so on the border, das geht schon über die Membran, aber auch nicht richtig. Aber all das hier unten wird niemals funktionieren. Und wir erklären das über einen energetischen Preis, den wir bezahlen müssen. Dieser Bereich hier ist der Bereich der höchsten Hydrophobizität und im Energiebereich ist das der Bereich der höchsten Energie. Wenn Sie also eine Substanz von hier nach hier bringen wollen, müssen Sie zusätzlich diese Energie reinstecken. Und die Biologie ist geizig. Das macht kein biologisches System, weil der energetische Input so hoch ist, dass es nicht geht. Das heißt, wenn das die ganze Wahrheit wäre, wäre thermodynamisch Leben nicht möglich. Leben, wie wir es kennen. Natürlich ist Leben thermodynamisch möglich, wir müssen uns nur umschauen. Und das ist genau der Trick der biologischen Membran. Die Lipide bilden den Schutz,
diese nicht permeable Grenzschicht, die wir brauchen, um etwas zu erhalten. Gleichzeitig sind unsere Membranproteine die Augen und Ohren, die etwas durchlassen. Und damit können wir etwas generieren, Gradienten oder Nährstoffe aufnehmen. Und nur durch dieses Zusammenspiel ist thermodynamisch Leben überhaupt möglich. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz weg vom Menschen, gehen in unser berühmtes Darmbakterium E. coli. Das ist jetzt ein Stamm, den wir im Labor tagtäglich misshandeln und für unsere Zwecke verwenden. Und dieses Genom war das erste Genom, das vollständig sequenziert wurde im Jahr 1979. Viele von Ihnen kennen vielleicht das Human Genome Project. So 2010 wurde zum ersten Mal das humane Genom publiziert. Das war schon 1997. 5000 Gene im Vergleich zu den 20.000, die wir haben. Damals war das ein Science Paper und Science ist so bei uns das Nonplusultra, wo man publiziert. Auch das Human Genome Project ist natürlich in Science publiziert worden. Wenn Sie heute ein Genom publizieren wollen, wünsche ich Ihnen viel Spaß, die Zeitschrift zu finden, die so etwas akzeptiert. Also nur zu unterstreichen, wie in den letzten 20 Jahren die Wissenschaft zugelegt hat. Nichtsdestotrotz, ich zeige Ihnen hier E. coli. Da haben wir 42% Enzyme, also biologische Katalysatoren. Und ich komme gleich zum Wichtigsten, 25% Membranproteine. Und das finden Sie in jedem Organismus. Bei uns, im Hund, im Archäon, es ist immer so, 25-30% aller Gene kodieren für Membranproteine. Und das Wichtige, 60% aller Medikamente, die heute auf dem Markt zugelassen sind, greifen diese 25% an. Die Blockbuster, die Sie kennen, Antihistaminika, wenn jemand Allergiker ist, gehen gegen Membranproteine. Viele Antidepressiva, gerade sehr populär durch die Corona-Krise leider geworden, gehen auf Membranproteine. Und jetzt kommen wir zu dem Wichtigen. Jetzt wollen wir mal alles mit Zahlen unterlegen. Jetzt reden wir mal über Längenskalen. Das hier kennen wir alle, 1 Meter. Millimeter ist uns auch noch vertraut, beim Mikrometer wird es schon interessant. Und wir Biochemiker rechnen lieber auf der Nanometer-Skala mit 10 hoch minus 9. Und jetzt verwirre ich Sie noch mehr, weil ich rechne eigentlich lieber mit Angström. Das ist 10 hoch minus 10. Also ein Nanometer sind 10 Angström. Das ist der Mensch. Faktor 2 zählt in der Biologie nicht, ob 1 oder 2 Meter. Das ist die Größe eines Menschen. Das hier ist die Größe einer eukaryotischen Zelle. Und das ist die Dimension, auf der wir bei Proteinen reden, die Längenskalen. Anders umgerechnet, Sie kennen immer das Beispiel von unserem Sonnensystem, wenn der Abstand so und so wäre, wie groß wäre dann das und das. Jetzt drehen wir es mal in die andere Richtung. Wenn dieses Protein 1 Meter wäre, dann wären wir 1000 Kilometer groß. Und alles, was ich Ihnen bisher erzählt habe, muss ja irgendwie visualisiert werden. Das heißt, wir brauchen Methoden, um Proteine zu visualisieren. Auf der Meterskala reicht das Auge. Bei meinen Jungs ohne Brille reicht beim Millimeter auch noch das Auge. Ich brauche heute dazu die Brille. Hier haben wir heute, was auf Neudeutsch Super Resolution Microscopy genannt wird. Also ganz hochauflösende Mikroskopie. Und was wir hierzu brauchen, kennen Sie alle. Das ist die Hand von Herrn Röntgen, der damals ein eigenes Menschenexperiment durchgeführt hat, das heute strafbar wäre. Er hat nämlich seine Hand unter einen Röntgenstrahl gelegt. Und das ist dabei rausgekommen. Das, was jeder bei uns erlebt tagtäglich, wenn er zum Arzt geht und gerönt werden muss, ist auch etwas, was wir benutzen, um Proteine sichtbar zu machen. Aber wir verwenden Röntgenstrahlung ganz anderer Intensität. Damit würden Sie einen Menschen, um ein Röntgenbild aufnehmen, sofort umbringen. Nur die Methode ist also dieselbe, nur dass wir mit mehr Intensität rangehen. Und dazu brauchen wir sogenannte Kristalle. Das sind dreidimensional geordnete Proteine. Die beschießen wir mit Röntgenstrahlen. Das wäre etwas, was bei uns an der Heinrich-Heine-Universität steht. Und wenn wir es wirklich auf die Spitze treiben wollen, gehen wir nach Hamburg ans Deutsche Elektron- und Synchrotron, Petra 3. Das ist hier ein Kreislauf, in dem Röntgenstrahlen in Form von Bremsstrahlung generiert werden. Und damit können wir dann mit einigen Tricks, und die kann ich ohne Fachchinesisch nicht erklären, deshalb gehe ich da nicht drauf ein, Proteine sichtbar machen. Und Röntgenstrahlen sind nichts anderes als Lichtwellen, nur einer bestimmten Wellenlänge. Und deshalb kann man stattdessen auch sogenannte Gefrier-Elektronenmikroskopie verwenden. Hier sehen Sie eines der neuesten Geräte. Die sind alles, aber nicht billig.
Auch das ist nicht billig. Also wir brauchen wirklich kostenintensive Forschung, um diese Experimente durchzuführen. Hierzu brauchen Sie noch separate Gebäude, weil wenn in ungefähr einem halben Kilometer Entfernung die Straßenbahn oder U-Bahn vorbeifahren würde, können Sie Experimente damit vergessen. Und dann kriegen Sie in beiden Fällen Proteinstrukturen mit einer Auflösung von einem Angström, wenn alles gut lest, raus, also 0,1 Nanometer. Das ist die Auflösung, die wir brauchen, um Proteine sichtbar zu machen. Und auch wenn Membranproteine ein bisschen extrem schwierig sind, es funktioniert. Eine der beiden Techniken wird schon funktionieren. Und dann kann man Membranproteine auch strukturell klassifizieren, sogenannte Rezeptoren. Wenn wir riechen, das sind die Membranproteine, die uns sagen, etwas riecht schlecht. Wenn wir schmecken, bitter, süß, sauer, das sind die Rezeptoren, die uns das sagen, beziehungsweise die unserem Gehirn sagen, dass es ist, weil das Signal hier wird in einen elektrischen Impuls umgewandelt. Dann haben wir Kanäle, die sind relativ wichtig, wenn wir über das Denken reden. Wir haben Transporter. Was sekundäre und primäre Transporter sind, ist wieder so eine fachchinesische Unterteilung, das ist nicht wichtig. Aber wir verstehen durch diese Methoden, wie diese Proteine atomar aufgebaut sind. Und wenn wir den atomaren Aufbau verstehen, verstehen wir auch den molekularen Mechanismus, den sie benutzen, um etwas zu erzeugen. Deshalb würde ich gerne Ihnen drei Beispiele geben. Das eine sind Kaliumkanäle und das Nervensystem. Wir sind angeblich in einem Bereich entstanden, da hatten wir relativ hohe Natriumkonzentrationen. Deshalb haben wir in unserem Inneren relativ geringe Natriumkonzentrationen. Und jetzt gehen wir wieder zur Grenzschicht zurück. Wenn diese Grenzschicht undurchdringlich ist und Sie haben draußen viel und drinnen wenig Natrium, haben Sie einen sogenannten Gradienten oder ein Potenzial, was nichts anderes ist als eine Spannung. So funktioniert unser Denken, dass über diese Membranen Ionengradienten aufgebaut werden, die ein Potenzial anlegen. Wenn dieses Potenzial gestört wird, entsteht ein elektrischer Reiz und kann dann in Fluchtverhalten, ich empfinde etwas als bitter, übersetzt werden. Gleichzeitig, wenn dieses Potenzial gestört wurde, muss es irgendwann mal wieder hergestellt werden. Und dafür dienen Kanäle. Sie erlauben den Ionenfluss über die Membran, aber immer nur von dort, wo viel ist, nach wenig. Also wenn ich initial draußen viel habe und drinnen wenig, wird dieses Kalium nach drinnen fließen. Wenn ich durch irgendeinen Prozess das System umgestellt habe und auf einmal drinnen viel habe, wird derselbe Kanal, wenn er sich öffnet, von drinnen nach draußen den Fluss katalysieren. Und das für mich Faszinierende ist, und das werde ich Ihnen kurz erklären, die Schnelligkeit, mit der diese Kanäle agieren können und die Selektivität, die sie haben. Die brauchen wir für die Kommunikation im Nervensystem. Gesteuert werden sie durch Liganden, Licht, sogar Druck wird über solche Kanäle gespürt. Und wie ich bereits gesagt habe, immer entlang eines existierenden Gradienten. Und die Transportrate ist wohlgemerkt pro Sekunde zwischen einer und 100 Millionen Ionen. Pro Sekunde. Und das ist alleine, sich vorzustellen, für mich eine faszinierende Zahl. Die erste Struktur wurde Anfang 2000 gelöst. Das hier ist ein Kaliumkanal aus einem Bakterium. Bitte fragen Sie mich nicht, ob Bakterien denken können. Ich bezweifle das, aber auch Bakterien enthalten Kaliumkanäle, die für die Strukturbiologie verwendet wurden, um überhaupt den fundamentalen Aufbau eines solchen Kanals zu verstehen. Und was Sie in diesen beiden Ansichten sehen, unterschiedlich gefärbt, das sind die Proteineinheiten, die sich zu einem sogenannten Tetramer zusammenlegen. Und hier in der Mitte sind sie die zu transportierenden Kaliumionen. Und diese Arbeit, obwohl es nur eine Struktur eines bakteriellen Kaliumkanals war, brachte Roderick MacKinnon 2003 den Nobelpreis für Medizin ein. Und jetzt würde ich ganz kurz Ihnen erklären, wie genial, faszinierend, effektiv Evolution ist. Das ist die Seitenansicht des Kaliumkanals. Hier hätten wir das Zytosol, das Innere der Zelle, hier das Äußere, hier sind die Kaliumionen. Denken Sie mal daran, Natrium ist normalerweise viel mehr vorhanden als Kalium. Dieser Kanal soll nur Kalium transportieren, kein Natrium. Der erste Schritt hierzu ist, am Einlass positionieren wir Aminosäuren, also Bausteine von Proteinen,
die negativ geladen sind. Damit werden Anionen abgestoßen, positiv geladene Ionen wie Kalium oder Natrium angezogen. Das ist der erste Schritt, um Selektivität zu erzeugen. Dann habe ich hier einen wassergefüllten Hohlraum. Erinnern Sie sich, alles Geladene hasst wasserfeindliche Umgebung oder liebt wasserhydrophile Umgebung. Wenn ich jetzt in der Membran einen Bereich durch diese Proteindeckel fülle, reduziere ich mein energetisches Problem und ich reduziere alles auf einen sogenannten Selektivitätsfilter, der nur Kaliumionen transportiert. Und jetzt müssen Sie sich überlegen, das war, bis die Struktur publiziert wurde, wir sagen auf Neudeutsch, the One-Million-Dollar-Question bei den Kaliumkanälen, diese 1-Million-Dollar-Frage. Wie schafft es ein Protein, Natrium und Kalium zu differenzieren, die in wässriger Lösung immer von Wassermolekülen umgeben sind? Und durch diese umgebenden Wassermoleküle ist der Ionenradius von Natrium und Kalium so minimal unterschiedlich, dass das nicht der Trick sein kann, den die Natur anwendet. Aber die Natur muss natürlich der Thermodynamik folgen und hat hier einen genialen Trick angewendet. Und ich entschuldige mich für die Qualität. Ich habe bisher das Originalbuch nicht wiedergefunden. Ja, das ist hydratisiertes Kalium, das ist hydratisiertes Natrium. So kommt es am Kanal an. Und dann macht der Kanal einen ganz genialen Trick. Er abstrahiert die koordinierenden Wassermoleküle, die hier dargestellt sind. Und damit ändert sich ein nicht zu unterscheidender Radius auf einmal auf 1,61 Angström zu 1,52 Angström. Um das zu übersetzen, das sind unter Freunden 0,4 Angström oder 0,04 Nanometer. Verschwindend gering. Das reicht aber diesen Kanälen aus, um bei einer Transportrate von 1 bis 100 Millionen die Selektivität zu erreichen, dass vielleicht ein Natriumion unter 100.000 Kaliumionen transportiert wird. Indem es die Thermodynamik wieder genial ausnützt und den Wassermantel abstreift, damit wird nach Bindung in diesem Selektivitätsfilter, der perfekt für diesen Radius angepasst ist, Energie freigesetzt. Und immer Energie freigesetzt wird, will die Reaktion ablaufen. Bei Natrium wird keine Energie freigesetzt. Deshalb wird Natrium nicht transportiert. Einfach aufgrund thermodynamischer Argumente. Und jetzt gehen wir kurz in ein zweites wichtiges Ion, Calcium. Hier zeige ich in den Herzmuskel rein. Und bei jedem Muskel ist es so, dass die Kontraktion über Ausschüttung von Calciumionen erfolgt. Das heißt, Sie wollen in einer Muskelzelle kein freies Calcium haben, sonst wäre der Muskel ständig kontrahiert. Und jetzt vereinfache ich hier mal ein bisschen, um die Rolle auszutreten. Stellen Sie sich vor, Ihr Herzmuskel verkrampft sich oder ist komplett kontrahiert. Das nennt man dann medizinisch wahrscheinlich den Herzinfarkt. Das wollen Sie nicht haben. Also muss die Biologie des Calciums hochkoordiniert sein. Und hier sehen Sie zum Beispiel in Zellkultur den Verlauf von Calcium-Oszillationen in einer Zelle. Hier verwendet man Moleküle, die, wenn sie Calcium binden, Licht emittieren. Wir fangen also vom Ruhezustand an, bei 13 Sekunden. Blau heißt kein Calcium, kein freies Calcium in dieser Zelle. Und je heller es wird, desto mehr Calcium ist da. Und Sie sehen, hier passiert irgendwas mit der Zelle. Und innerhalb von 12 Sekunden haben wir eine maximale Färbung an Calcium. Dann wird das Signal Calcium ausschütten weggenommen. Und Sie sehen, wie lange es dauert, bis die Zelle wieder in den Ruhezustand zurückkommt. Das hier geht unendlich schnell, das hier dauert. Woran liegt das? Nun, gehen wir mal kurz darauf zurück. Hier haben wir, oder hier und hier vor allen Dingen, haben wir einen Calciumkanal. Und was für den Kaliumkanal gilt, gilt natürlich auch für den Calciumkanal. Schnelle Transportrate, hohe Selektivität entlang des Gradienten. Wenn Sie also hier viel Calcium haben und es kommt das Signal an, den Kanal zu öffnen, wird er sich öffnen und schnell nimmt die Calciumkonzentration entlang des Gradienten zu, das heißt im Zytosol. Und dann haben wir spezifische Organellen oder Kompartimente, die nennen wir sarkoplasmatisches Reticulum. Die sind im Ruhezustand mit Calcium vollgepackt. Jetzt kommt das Signal, dieser Calciumkanal öffnet und schickt Calcium ins Zytosol, der Muskel kontrahiert. Jetzt ist das Signal weg und der Muskel soll bitte nicht mehr kontrahieren. Jetzt müssen wir das Calcium wieder entfernen.
Und jetzt kommt etwas ins Spiel, das ist ein Transporter. Der verwendet die universelle Energiewährung des ATPs, indem er ATP hydrolysiert, setzt dadurch Energie frei und kann jetzt Calcium gegen den Gradienten transportieren. Unidirektional, Sie können also die Transportrichtung nicht umdrehen. Dieses Protein wird immer Calcium ins sarkoplasmatische Retikulum zurücktransportieren. Und hier drüben in dieser Animation, die hoffentlich funktioniert, weil ich nicht mehr auf meinem Rechner bin, stecken ungefähr 25 Jahre Arbeit einer japanischen Arbeitsgruppe. Und ich wusste, es funktioniert nicht. Es sollte Ihnen nämlich zeigen, doch, sehr gut, wie sich dieses Protein bewegt, während es in seinem Transportzyklus zwei Calciumionen von hier nach da transportiert. Und dafür wird ein ATP hydrolysiert. Und jetzt überlegen Sie sich, zwei Calcium pro Zyklus hier, 1 Million im Calciumkanal pro Sekunde. Und das erklärt natürlich, warum der Einstrom des Calciums so viel schneller ist als der Rücktransport ins sarkoplasmatische Retikulum. Um das zu unterstreichen, Warbain ist ein Herzmittel, das genau auf diese Calciumpumpe wirkt. Um zu verhindern, dass es zu hohe Fluktuationen gibt im Calciumspiegel. Und hier würde ich jetzt gerne ein Beispiel bringen aus der Toxoplasmose-Infektion mit Toxoplasma gondii. Das ist das Bild, wie wir es uns heute vorstellen, dass Toxoplasma gondii in eine Zielzelle eindringt und dort eine sogenannte parasitäre Vakuole ausbildet. Schon wieder so fachchinesisch, das bedeutet schlicht und einfach, dass der Parasit sich mit einem Teil unserer Plasmamembran umgibt. Und das ist das Problem des angeborenen Immunsystems, Toxoplasma loszuwerden, weil es muss erstmal seine eigene Plasmamembran loswerden. Und wie das funktioniert, sehen Sie in einem Film aus der Arbeitsgruppe von Daniel De Grandi und Klaus Pfeffer unserer Universität. Die haben diese Proteine hier mit einem Farbstoff markiert und Toxoplasma markiert. Das hier ist der Erreger in der Zelle, das hier ist unsere Membran. In grün leuchtet sie, weil es eines dieser Proteine mit einem grünen Farbstoff markiert wurde. Und was Sie sehen über die Zeit ist, wie alles Grüne an den roten Angreifer rangeht. Damit wird A, der rote Angreifer in Schach gesetzt und langfristig wird genau unsere Plasmamembran zerstört, sodass das Immunsystem jetzt direkt Toxoplasma angreifen kann. Und jetzt ist die Membran nicht etwas Gutes, sondern etwas Böses, weil es dem Pathogen initial Schutz geboten hat, aber unser angeborenes Immunsystem findet damit auch Mittel und Wege. Ein kurzer Ausflug in die Welt der Krankheiten. Denn ich hatte gesagt, 60% aller Medikamente auf dem Markt sind für Membranproteine. Aber Membranproteine sind doch für eine andere Überraschung sehr wichtig. Sie alle kennen Sichelzellenanämie, Bluterkrankheit, also Faktor 10a, was auf dem X-Chromosom liegt und dadurch von der Mutter weitergegeben wird. Und diese Krankheiten, wie viele andere, haben ein Dogma der molekularen Medizin geprägt, dass eine Krankheit immer kausal mit einer Mutation in zum Beispiel einem Protein im Zusammenhang steht. Und im Extremfall ist die Mutation die Deletion dieses Proteins. Also wie hier zum Beispiel bei Faktor 8 in der Bluterkrankheit. Jeder von Ihnen kennt Mukoviszidose oder hat es schon mal gehört. Auf Neudeutsch sagen wir dazu Cystic Fibrosis. Und es ist die häufigste Erbkrankheit unter Europäern. Und bis vor kurzem waren Mukoviszidose-Patienten einfach zum Tode durch Ersticken verurteilt. Und es betrifft ein Membranprotein, das 1989 entdeckt wurde. Das ist der Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator. Bitte gleich wieder die Formulierung oder den Namen vergessen. Es ist schlicht und einfach ein Protein, bei dem Mutationen zur Mukoviszidose, und Entschuldigung, wenn mir dann immer CF oder Cystic Fibrosis rausrutscht, aber ich kann es nicht ändern, führt. Also auf den ersten Blick passt für CFTR alles zum Dogma der molekularen Medizin. Ich habe den kausalen Zusammenhang zwischen einer Mutation in CFTR und Mukoviszidose. Das ist hier ein Cartoon, wie CFTR aussieht. Ich will gar nicht auf den Aufbau eingehen. Das Wichtige ist, es ist ein sogenannter ABC-Transporter und ein Chloridkanal. In diesem speziellen Falle wird neben Chlorid immer Wasser transportiert. Und CFTR sitzt zum Beispiel im Epithelgewebe unserer Lungen. Das heißt, wenn Chlorid transportiert wird, wird Wasser transportiert. Und dadurch wird der Mucus in unseren Lungen flüssig gehalten.
Wenn dieser Kanal nicht mehr funktioniert, geht kein Wasser raus. Wir haben eine Verhärtung des Schleims und deshalb ersticken die Patienten. Das ist der Mechanismus, wie es funktioniert. Das ist alles nicht wichtig, weil das wirklich Wichtige ist, wie gesagt, wir kennen in diesem Gen ungefähr 2000 Mutationen. Die häufigste dieser Mutationen ist aber die Deletion, also die Entfernung einer einzigen Aminosäure von ungefähr 1500 Aminosäuren. Und CFTA oder Mukoviszidose ist eine der großen Ausnahmen des Dogmas der molekularen Medizin, denn diese Mutationen, speziell die, die in 85% aller Fällen auftritt, ist eine sogenannte Faltungsmutante, die im endoplasmatischen Retikulum, das hatte ich ganz am Anfang als der Ort der Redoxchemie beschrieben, dafür sorgt, dass CFTA, dieses CFTA niemals die Plasmamembran erreicht, sondern bereits im endoplasmatischen Retikulum abgebaut wird. Dadurch habe ich zu wenig CFTA in der Plasmamembran, dadurch wird zu wenig Wasser sekretiert. Das wenige CFTA dieser Mutante, das an der Plasmamembran ankommt, auf Einzelmolekülebene funktioniert genauso wie der Wildtyp. Und das war das Ziel der Cystic Fibrosis Foundation in Amerika, die mit privaten Spenden über Jahrzehnte Forschung an CF ermöglicht haben. Und wir haben jetzt seit einigen Jahren sogenannte Potentiatoren auf dem Markt, die auch bereits Patienten mit CF gegeben werden, die nichts anderes, und dieses nichts anderes meine ich nicht abwerten, das ist eine heroische Leistung, was hier gemacht wurde, diesen Faltungsdefekt korrigieren. Und somit auch diese Mutanten in die reife Form im ER falten können, sodass es an die Plasmamembran weiter transportiert wird. Und es erhöht natürlich nicht nur die Lebensqualität von CF-Patienten, sondern auch ihre Lebenserwartung massiv. Gut, und jetzt würde ich einen ganz harten Themenwechsel gerne mit Ihnen machen. Bisher habe ich über Dogmen in der molekularen Medizin geredet, wie unser Herzmuskel kontaktiert, wie wir denken. Und ich würde gerne Ihnen ein Beispiel nennen, wo ich persönlich glaube, dass die Membranbiologie auch etwas beim Klimawandel tun könnte. Diese Bilder kennen Sie alle, Snowball Earth vor ungefähr 20.000 Jahren, wo es richtig kalt war. Dann vor 6.000 Jahren, und das hier ist eine Prognose vor dem Pariser Klimaabkommen, wie es Ende des Jahrhunderts aussehen soll, wenn wir eine weltweite plus 6 Grad Erwärmung haben. Was 1, ein bisschen Grad da draußen machen, sehen wir jetzt schon. Ich möchte also nicht wissen, was wirklich passiert, wenn wir bei 6 Grad ankommen. Das hat natürlich zum Pariser Klimaabkommen geführt, dass wir eine CO2-neutrale weltweite Emission um 2040 haben und versuchen wollen, die Erderwärmung dadurch auf 1,5 Grad zu halten. Ich habe zwar eine konkrete Meinung, die möchte ich heute nicht diskutieren über das Pariser Klimaabkommen, aber ein wichtiger Punkt hier ist, ist eine CO2-neutrale Emission eigentlich genug? Und da gibt es ein schönes Paper von Herrn Solomon bereits aus dem Jahre 2009 und hier werden gewisse Szenarien beschrieben. Was passiert zum Beispiel, wenn wir CO2-Neutralität erst dann erreichen, wenn die Polarkappen schon abgeschmolzen sind? Dann sieht die Temperaturstruktur so aus. Und hier sind unterschiedliche Szenarien, die will ich gar nicht durchgehen. Das einzige Szenario in dieser Simulation, in der wir die Erderwärmung umdrehen können, und wir reden hier über Hunderte von Jahren, ist, wenn wir die CO2-Emission reduzieren. Das heißt also, eigentlich brauchen wir CO2-negative Emissionen. Und wenn wir wirklich zu der vorindustriellen Zeit zurückgehen wollen oder können, reden wir über 300 Gigatonnen anthropogenes CO2 in unserer Atmosphäre. Und man kann das Beispiel so schön mit der Badewanne vergleichen. Stellen Sie sich vor, wir haben einen Input und wir haben einen Output, also Inflow und Outflow. Je mehr Inflow kommt, desto höher wird der Wasserstand. Und wenn der Wasserstand jetzt Temperatur heißt, je höher der Wasserstand, desto mehr Temperatur. Je später wir hier mehr Inflow zulassen als Outflow erreichen, desto wärmer wird es auf unserem Planeten. Und Paris will nur Inflow gleich Outflow. Und ich will Paris gar nicht in Abrede stellen, das ist nicht meine Intention, das war eine ganz, ganz wichtige Leistung. Aber wir alle müssen uns klar werden, dass wir damit keine Nettoänderung an der Temperatur erreichen werden. In dem Moment, wo wir netto neutral erreichen, werden wir alles on stop setzen, ob wir bei 1,5, 3 oder 6 Grad sind. Und das über Jahrhunderte.
Heutige Ansätze sind im Wesentlichen technisch orientiert. Und auch hier, das ist keine Fundamentalkritik meinerseits, wir brauchen diese technischen Ansätze. Aber wir brauchen immer einen energetischen Input. Wir brauchen Katalysator oder Katalysatoren. Wir brauchen erhöhten Druck, erhöhte Temperaturen etc. pp. Und ich weiß, dass dieser Begriff politisch nicht korrekt ist. Ich verwende ihn trotzdem. Wenn man eine Bierdeckelberechnung macht und einfach sagt, ich setze Molekül A zu B um, dafür wird eine bestimmte Energie frei. Und ich brauche genau diese Energie, um B zurück zu A zu machen. Also wenn ich CO2 wieder in Steinkohle machen will, brauche ich genauso viel Energie, wie ich gewinne, wenn ich Steinkohle in CO2 mache. Das stimmt nicht, das weiß ich. Aber es ist die einfachste Art, es durchzurechnen. Brauchen Sie den Energiebedarf der gesamten Erde für Jahrzehnte, um diese 300 Gigatonnen einzufangen? Wir brauchen Technik, wir brauchen Verbesserungen in Technik, aber was ist denn mit der Biologie? Die Photosynthese zeigt uns ihre Kapazität. Die Photosynthese hat Sauerstoff überhaupt erst generiert. Und eigentlich ist Photosynthese oder Photosynthese betreibenden Organismen wahrscheinlich die einzigste Möglichkeit, wenn wir über diese Skalen reden. Und da rede ich nicht unbedingt über das Aufforsten der Bäume, das ist sicherlich eine Möglichkeit. Es dauert nur viel zu lange. Wir haben keine Zeit. Aber wenn wir jetzt photosynthetische Systeme nehmen, brauchen wir keinen energetischen Input, denn die Sonne übernimmt diese Aufgabe für uns. Wenn wir das mit metabolischen Kreisläufen, also Glykolyse, Zitratzyklus, das, was bei uns zur Energiegewinnung abläuft, auch, das läuft ja auch in Bakterien ab, dann können wir uns auf eine effiziente Biochemie verlassen, die über von Millionen oder Milliarden von Jahren optimiert wurde. Und wenn wir synthetische Biologie zum Extrem treiben, könnten wir vielleicht sogar biologische Katalysatoren, also Enzyme generieren, die neue Reaktionen überhaupt katalysieren. Und jetzt mache ich dieselbe Bierdeckelrechnung für Cyanobakterien. Das sind Grünalgen, die Photosynthese betreiben. Ich nehme hier ein paar Rahmenbedingungen an. 44 Milligramm pro Gramm Trockengewicht, 12 Stunden Photosynthese am Tag. Das ist viel zu hoch gegriffen. Und ich lasse diese Cyanobakterien in Bioreaktoren mit der höchsten Zelldichte wachsen. Dann brauche ich ein Volumen von 6,6 Kubikkilometern für 15 Jahre, um die 300 Gigatonnen CO2 aufzunehmen. Das ist genauso die Bierdeckelrechnung, weil das ist alles nicht physiologisch. Aber nichtsdestotrotz, es zeigt die Möglichkeit der Biologie. Ich möchte es an einem konkreten Beispiel erläutern, in der wir uns forschungstechnisch an der HHU bewegen wollen. Und jetzt führe ich Sie ein bisschen in die Welt des Klärschlamms, eines modernen deutschen Klärwerkes. Das ist ja nicht so, dass da was verschwendet wird. Die sind fast so effektiv wie die Biologie. Die versuchen sogar die Abwässerströme, den darin vorhandenen Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphorpool zu verwenden, indem sie damit Mikroorganismen füttern. Diese Mikroorganismen müssen natürlich gerührt werden, damit Sauerstoff ins System kommt. Dafür brauchen sie energetischen Input. Das generiert dann Biomasse. Diese Biomasse wird zum Fermentieren verwendet, was aber normalerweise nicht gesagt wird. Alle Prozesse, die CO2 fixieren, fassen wir als Photosynthese zusammen. Es gibt aber unendlich viele Prozesse, gerade im Stoffwechsel, die CO2 freisetzen. Das nennen wir Respiration. Und bei der Bildung dieser Biomasse für die Fermentation wird CO2 freigesetzt. Und jetzt verlasse ich mich mal auf die Genauigkeit von Wikipedia. Der CO2-Footprint der deutschen Klärwerke wird mit 3 Millionen CO2 pro Jahr, Tonnen CO2 pro Jahr angegeben. Das ist nichts im Vergleich zu 300 Gigatonnen CO2. Aber was in dieser Rechnung nie aufgenommen wird, was den CO2-Input angeht, ist das CO2, das aus der Respiration kommt. Weil das ist ja CO2-neutral, denn das war ja hier vorher als CO2 fixiert. Und wer Wikipedia recht hat, produzieren alle Klärwerke weltweit 700 Millionen Tonnen CO2 durch Respiration während der Reinigung des, Entschuldigung, da war ich zu weit, während der Reinigung des Klärwassers. Wenn wir hier eingreifen könnten, hätten wir schon einen großen Beitrag geliefert, auch wenn das als CO2 negativ gemacht wird. Und wo wir uns hinbewegen wollen ist, wir nehmen jetzt keine Mikroorganismen, sondern wir nehmen photosynthetische Mikroorganismen. Der Trick an diesen Mikroorganismen ist, dass alles CO2, was hier während der Respiration verwendet wird, nicht abgegeben wird, sondern in die Photosynthese gepumpt wird. Die parallel dann natürlich auch atmosphärisches CO2 nimmt und wieder die Energie der Sonne verwendet. Und damit hoffen wir eben mittel- und langfristig, das hört sich auf dem Papier ganz einfach an, da ist aber noch verdammt viel Grundlagenforschung nötig,
Nichtsdestotrotz sollten wir heute und morgen anfangen, weil wir nicht mehr viel Zeit haben, können wir viele Substanzen generieren von Aminosäuren über Proteine, Nährstoffe für Tiere, Dünger oder sogar Komponenten für die Bauindustrie. Weil was mir bisher nie bewusst war, ist, dass die deutsche Bauindustrie, besser gesagt die Zementindustrie, für 30% der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich ist. Und ich kritisiere dafür die Zementindustrie nicht. Das ist einfach ein Fakt und eine Zahl, die man einfach mal kommunizieren muss. Das heißt, die Idee ist, ein Klärwerk, das Energie braucht und CO2 freisetzt, in ein Klärwerk zu verwandeln, das Energie einspeist und CO2 langfristig bindet. Aber, sagen wir Wissenschaftler immer so gerne. Wir zoomen jetzt mal hier rein. Das ist der photosynthetische Mikroorganismus, der alle Vorteile hat, den er haben kann. Das Detail, dass er bei pH 1 bis 2 wächst, habe ich nicht genannt. Das ist sicherlich ein Nachteil, aber das kann man technisch lösen. Das Problem ist, Sie wollen Vorstufen zu diesen Substanzen. Sie wollen CO2 oder die hydratisierte Form in diesen Mikroorganismus bringen. Dort haben Sie mindestens zwei Stellen, in denen Sie wieder Membrantransport brauchen. Nämlich um das reinzubekommen und um das rauszubekommen. Gerade das rauszubekommen ist essentiell, dass die Biologie es für Sie macht, dass der Membrantransport es für Sie macht, denn ansonsten müssten Sie diese Zellen aufschließen und Aufschluss erfordert energetischen Input, der einen CO2-Footprint hat. Das heißt, wir müssten den CO2-Transport optimieren, wir müssten den Import von Vorstufen optimieren, wir müssten die Endprodukte, den Export der Endprodukte optimieren. Und was man im Detail nicht vergessen darf, wenn wir daraus Biomasse machen wollen, Sie können sich vorstellen, wie viel Schwermetalle in so einem Abwasser drin sind. Natürlich müssen wir auch die Mikroorganismen davon überzeugen, dass sie sich selber detoxifizieren können. Und das erfolgt in meinen Augen am leichtesten, indem wir wieder den Membrantransport einsetzen, dass nämlich die Schwermetalle des Abwassers entweder raustransportiert werden oder gar nicht erst in die Zelle reinkommen. Und damit bin ich am Ende. Ich hoffe, als kurze Zusammenfassung, dass ich ein bisschen die Faszination biologischer Membranen rüberbringen konnte. Diese duale Funktion, Lipide als impermeable Barriere und die Membranproteine, die als Türen und Toren dienen. Dass in allen Organismen 25-30% unserer Gene für Membranproteine kodieren. Und dass Membranproteine in der Tat Meister ihres Faches sind, speziell wenn wir uns die Dimension der Problematik überlegen, dass sie dynamisch sind und dass sie vielleicht auch Anwendungen besitzen, die noch viel Grundlagenforschung erfordert, aber die vielleicht auch sehr hilfreich sein kann. Und damit möchte ich zum Ende kommen, meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen danken, den Kooperationspartnern und den Geldgebern und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Fragen. Ich hoffe, es war nicht zu vielfach Chinesisch. Können Sie etwas erklären, mit welchem Gerät Sie wie gearbeitet haben? Also ich habe am EM100 gearbeitet. Das war natürlich eine ganz andere Frage. Die Geräte, das ich hier gezeigt habe, das ist ein sogenanntes Titan Cryos. Im Gegensatz zu Ihnen arbeitet es bei 300 Kilovolt. Aber das wirklich Interessante sind die Detektoren, die dahinter sitzen. Die können einzelne Pixel auflösen. Weil das brauche ich Ihnen nicht zu erklären, aber vielleicht für Sie. So bei so einer Elektronenmikroskopie, Sie haben Ihren Partikel auf einem Grid drauf, frieren den in Flüssigethan ein, Hochvakuum, und dann kommen Sie mit einem Elektronenstrahl. Dann stellen Sie sich diesen Grid vor, wie ein Trampolin, auf dem ein Kind springt. Das wird natürlich nachgeben, wenn der Elektronenstrahl aufschlägt. Das kennen Sie mit modernen Kameras. Wenn Sie einen Weitspringer fotografieren wollen, dann reicht ein Foto nicht. Das wird unscharf. Sie müssen mehrere Fotos auf einmal aufnehmen, das dann zusammengeführt wird in ein Foto und dann sehen Sie es scharf. Und das ist, was die heutigen Detektoren können. Die nehmen eigentlich kein Bild auf, wie damals bei Ihnen, sondern die nehmen wirklich 40 Bilder pro Movie, pro Film auf. Und dadurch kann ich die Bewegung kompensieren und dadurch kriege ich die hohen Auflösungen in der Elektronenmikroskopie. Danke. Ich habe keine technische Frage, weil ich sowieso, glaube ich, nur einen Bruchteil verstanden habe.
Die Antwort, ja gut, ich muss die Antwort so geben. Ich finde es immer nur so schade, dass wir so antworten müssen. Die zeitliche Dimension korreliert sehr stark mit dem finanziellen Input. Ich weiß, es hört sich immer nach Gejammer an, wenn wir Wissenschaftler das sagen, weil es geht uns gut, was die Forschung angeht. Aber je mehr Geld sie reinstecken, desto mehr Leute können in derselben Zeit daran forschen. Deshalb ist es so endlich schwer zu sagen. Es gibt in Amerika Prototypen, die sagen, dass das, was ich hier so auf dem Papier vorgeschlagen habe, im Prinzip möglich ist. Und ich glaube, im Labor wird unendlich viel möglich sein. Wenn Sie das auf 300 Gigatonnen skalieren, werden wir an Probleme kommen. Und das ist das nächste Problem. Wir müssen viel mehr lernen, interdisziplinär zu arbeiten, weil wir mit Maschinenbauern zusammenarbeiten müssen, deren Sprache wir nicht können. Und die können unsere Sprache nicht. Für mich wird es viel, wenn ich in einem 10-Liter-Fermenter oder meine Leute in einem 10-Liter-Fermenter arbeiten. Wenn Sie 300 Gigatonnen machen wollen, dann reden wir über viele 1000 Liter Fermentoren. Das sind ganz andere Anforderungen. Also es sind, glaube ich, zwei Hürden, die daran liegen, dass ich Ihnen keine Antwort geben kann. A, Geld, wobei ich denke, Geld wird kein Problem sein, weil jeder am Ende des Tages einsieht, dass wir was machen müssen. Und B, wir müssen viel mehr interdisziplinär arbeiten. Wir müssen zum Beispiel auch wirklich anfangen, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass synthetische Biologie oder Gentechnik nichts Böses ist. Wir brauchen das. Sonst kommen wir auf keinen grünen Zweig. Und wenn ich mir den persönlichen Kommentar an erlauben darf, viele von Ihnen haben CRISPR-Cas gehört als Genschere. Ich finde es immer so schlimm, wenn CRISPR-Cas was Gutes ist, wenn es einen Gendefekt bei einem kleinen Kind heilt. Das ist auch sehr gut. Aber es ist Teufelswerk, wenn dieselbe Methode bei Pflanzen etwas macht. Das finde ich immer so schade in der Diskussion, dass wir verlernt haben, objektive, quantitative Diskussionen zu führen. Dass wir sofort dogmatisch werden und gewisse Glaubensrichtungen verteidigen. Leider. Aber das ist der dritte wesentliche Faktor, den wir erreichen müssen. Generell die Akzeptanz von Technik in der Gesellschaft wieder. Und es muss nicht nur Gentechnik sein. Das betrifft, glaube ich, alle Formen von Technik. Erstmal vielen Dank für Ihren sehr interessanten Vortrag. Es ist also, Sie haben eben auf Paris angespielt, dass also da keinerlei Ziele bestehen, eben jetzt CO2 abzubauen. Das ist nicht ganz der Fall. Also praktisch alle Prognosen, also zum Beispiel auch die von dem 1,5-Grad-Ziel, basieren darauf, dass tatsächlich ab dem Jahr 2050 bzw. 2060 von einem unterschiedlichen Grad der Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre ausgegangen wird. Denn sonst würden wir eben jetzt praktisch also nicht schaffen, den Klimawandel zu bekämpfen. Und das wäre im Prinzip, da gibt es also alle möglichen Sachen, die also auch teilweise sehr abenteuerlich ist. Zum Beispiel hat man ja festgestellt, dass Schwefeldioxid, was also ja ein Gas ist, gleichzeitig eben jetzt auch dazu beiträgt, dass also die Strahlenabsorption eben vermindert wird, ne? Oder eben andere, oder zum Beispiel auch natürlich Vulkanausbrüche, die führen also zu einer zum erhöhten Staubmantel um die Erde und damit kühlt die Erde auch stärker ab. Also da gibt es sehr viele Sachen, während eben jetzt, sagen wir mal, die auch teilweise sehr kontrovers sind und wo man eigentlich gar nicht weiß, wie man überhaupt dahin will. Und da ist, denke ich, Ihr Ansatz also wirklich ein genialer, dass man das also versucht, mit Organismen zu machen, wobei natürlich dann da ein ganz wichtiger Punkt wäre, dass man eben darauf achtet, dass diese Organismen, wenn sie dann freigesetzt werden, eben auch keinen Schaden einrichten können. Ich meine, sie werden jetzt relativ lange eben jetzt auch, werden mit Sicherheit auch freigesetzt werden, wenn die in einer Kläranlage sind, und dann ist natürlich die Frage der Folgenforschung, also wir werden sehr lange damit zu tun haben, das CO2 abzubauen, aber was passiert dann? Ne? Und das ist also, wollte ich nur sagen, meiner Ansicht nach ein wesentlicher Punkt, den man dabei auch betrachten muss. Also wobei aber an sich die Lösung also ideal ist, weil auch das, was also zum Beispiel jetzt gepredigt wird, dass man eben aufforstet. Das sieht man jetzt schon, dass das nicht klappen wird, weil eben der Klimawandel so
schnell vor sich geht, dass die ganze Vegetation, die wir jetzt pflanzen, auch gar nicht mehr in der Lage ist, den veränderten Klimabedingungen zu folgen. Wir werden hier sehr schnell an mediterrane Temperaturen kommen und dann helfen uns die Linden und Eichen, die wir pflanzen, überhaupt nichts. Sie gehen ein, ne? Und die fangen auch an, ihre Photosynthese runterzufahren. Und darum ist das, also finde ich, eine ganz, ganz ideale und geniale Idee. Danke, aber zwei Punkte. Ihren ersten Punkt zu unterstreichen oder unterstützen, würde ich gerne eine Schlagzeile wiedergeben, die ich heute in einer deutschen Nachrichten-App gelesen habe, dass die Amerikaner die Sonne verdunkeln wollen. Ja, mit oder ein bisschen. Also ich traue den Amerikanern viel zu, aber okay. Der zweite Punkt, den Sie ansprechen, jetzt ernsthaft. Natürlich, das werden alles gentechnisch veränderte Organismen sein. Und jetzt lassen wir mal das Gentechnikgesetz ganz außen vor. Das kann, muss aber nicht eine Bedrohung für die Umwelt sein. Aber was wir im Labor verwenden als Laborstämme, das sind, wenn ich das so platt sagen darf, derart verkrüppelte Stämme, die überleben in der Natur gar nicht, weil wir denen alles weggenommen haben. Das, was wir hier einsetzen, sind natürlich freilebende Spezies, die müsste man erst verkrüppeln. Aber ich denke, das sollte Schritt 2 sein. Erstmal sollten wir schauen, ob das, was wir da auf dem Papier hinzeichnen, auch in der Realität wirklich funktioniert. Und wenn dem so ist, dann können wir das machen. Die andere Alternative ist, Sie arbeiten nicht mehr im klassischen Klärwerk, wie Sie es in Flehe sehen, sondern Sie gehen mit dem Klärschlamm in Bioreaktoren rein. Das sind abgedichtete Systeme. Da kann nichts freigesetzt werden. Das kostet initial mehr Geld, das ist richtig. Dazu muss ich wieder mit Maschinenbauer und Verfahrenstechniker und sprechen. Aber ich denke, wenn wir einmal gesagt haben, wir sind bereit, diesen Ansatz, wenn er denn im Labor klappt, kann noch keiner garantieren, hoch zu skalieren, dann haben wir auch die technischen Methoden, mit solchen Möglichkeiten umzugehen oder mit solchen Gefahren umzugehen. Erreger durch eine biologische Membran in eine Zelle kommt und welche Möglichkeiten die Zelle hat, durch ihre Poren oder dieses zu verhindern oder einfach zulassen muss. Gut, Sie müssen mich jetzt unterbrechen, wenn ich zu schnell ins Fach Chinesisch falle. Also es gibt prinzipiell zwei Methoden, wie ein Erreger in seine Zelle kommt. Es gibt irgendwas auf der Zelloberfläche, das als spezifische Andockstation dient. Also ACE2 beim Coronavirus. Was aber unsere Zellen, also die eukaryotischen Zellen alle machen, ist eine sogenannte Phagozytose. Das heißt, es werden von der Plasmamembran immer wieder Vesikel abgeschnürt. Wenn jetzt der Erreger in dem Moment hier oben sitzt, wo die Phagozytose passiert, ist er natürlich in der Zelle drin. Das ist das zum Beispiel, was bei Toxoplasma passiert. Deshalb hat er den Mantel aus Plasmamembran um sich herum. Und jetzt gibt es das ganze Arsenal von der angeborenen Immunantwort, Sie haben wahrscheinlich schon mal den Begriff septischer Schock gehört. Da gelangen Bakterien ins Blut und es wird gerade bei gramnegativen Bakterien das sogenannte LPS erkannt, Lipopolysaccharid. Und da hat unser angeborenes Immunsystem einen Rezeptor, der spezifisch dieses LPS erkennt, weil LPS gibt es nur in Bakterien. Wenn der Rezeptor LPS sieht, weiß er sofort, wir haben eine bakterielle Infektion. Und der septische Schock entsteht immer dann, wenn dieser Rezeptor ein bisschen durchdreht. Also wenn er überreagiert, was leider Gottes passieren kann, wenn zu viele Rezeptoren angezogen werden. Das wäre das angeborene Immunsystem, das immer auf Strukturen reagiert, die es in Viren oder in Bakterien gibt, aber nicht bei uns. Und das andere wäre dann natürlich das adaptive Immunsystem, was dann natürlich länger baut, dieser berühmte Spruch, 3 Tage kommt die Krankheit, 3 Tage bleibt die Krankheit, 3 Tage geht die Krankheit. 3 Tage ist es normalerweise, bis ihr angeborenes Immunsystem anspringt. Und dann kommt das Fieber, weil unsere Antikörper im weitesten Sinne produzierenden Zellen arbeiten ein bisschen besser bei erhöhten Temperaturen. Nur nicht zu hoch. Also das wäre im Prinzip die beiden Möglichkeiten. Die Phagozytose lässt sich nicht verhindern. Doch, aber dann haben Sie andere Probleme, weil so kommen auch unspezifische Nährstoffe in Ihre Zelle rein. So kontrollieren auch viele Zellen, was extrazellulär passiert und koppeln es ans angeborene Immunsystem an. Aber Phagozytose gibt es nur bei Eukaryoten, also Bakterien können das nicht. Oder zumindest hat man bisher keine gefunden, die das können. Also dieses geniale System der Klärschlammverwertung ohne
CO2-Output, sondern unter Einfangen von CO2. Das hat ja auch so eine kleine Sonne im Schema. Das heißt, da muss Energie rein. Wie viel muss denn das sein? Kann man das irgendwie abschätzen? Und welche Flächen man dazu braucht, wenn man das mit Sonne macht? Kann man sicherlich. Ich kann es nicht, dafür ist meine Mathematik nicht gut genug. Aber von der jährlich einfallenden Sonnenstrahlung sind ungefähr nur 3% für die Photosynthese vorgesehen. Das heißt, ich habe nur 97% Reserven. Und ich hoffe, dass das reicht. Okay, gut, herzlichen Dank.